Was ging Ihnen denn jetzt durch den Kopf? Also was waren die ersten Gedanken jetzt bei dem Sudden Death? Erleichterung, glaube ich, auf jeden Fall. Wieder in der Overtime, das zieht sich dann immer. Und ja, Erleichterung. Das war jetzt ein Aufbäumen im vorletzten Drücker sozusagen. Muss es denn immer so spannend sein? Ja, wir suchen sonst auch nicht selber aus, aber ja, ich meine, das Spiel ist halt so und wir müssen einfach bis zum Schluss kämpfen. Das haben wir gemacht. Collins hat dann noch ein schönes Tor geschossen. Gab es irgendeine Schlüsselszene, die Sie benennen können? Das Spiel geht so lange. Ich glaube, es waren einige Schlüsselszenen. Auf jeden Fall der Timo, der wahnsinnig gut gehalten hat, hält uns im Spiel die ganze Zeit und dann brauchen wir noch ein Tor und das hat uns dann heute geklappt. Wo kommt jetzt die Motivation und die Kraft her für Dienstag? Wo die herkommt? Ich glaube, gut schlafen heute. Ich glaube, dass wir morgen sowieso schon wieder losfahren. Ich glaube, es gibt gar nicht so viel Zeit auszuruhen, aber die wir haben, wird auf jeden Fall genossen, glaube ich. Wie sieht es denn jetzt mit dem Spiel am Freitag aus? Es gibt jetzt nochmal ein Heimspiel. Ist es dann nochmal wirklich alles reinwerfen, was es so gibt? Ich glaube, jedes Spiel, das jetzt noch kommt, wird ein heißes Spiel. Wir müssen einfach dranbleiben. Wie wir bewiesen haben, Sachen funktionieren, die wir trainieren. Und einfach dranbleiben und so weitermachen.